Ja, hallo ihr Lieben, was geht ab? Hier ist wieder euer David. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte euch eine schnelle Schlagzeugführung mal machen, denn ich finde, es ist sehr interessant zu wissen, welche Instrumente spiele ich, wie klingen sie und so weiter und so fort. Bevor ich das allerdings mache, möchte ich mich ein wenig für meine Stimme entschuldigen. Ich bin ein wenig erkältet und ja, darunter leidet auch meine Stimme, aber wie man hören kann, sie funktioniert dennoch ziemlich gut und deswegen möchte ich jetzt dieses Video starten und wünsche euch damit viel Spaß. Ja, also hier sind wir nun am Schlagzeug und ich werde euch jetzt von links nach rechts über mein Schlagzeug führen und fange erstmal ein wenig mit der Hardware an, die sich hier am Schlagzeug befindet. Ich habe hier ein DW-Rack aus der 9000er-Serie, also ein Rack, das zu den teuersten und auch zu den besten Racks gehört, die man sich so kaufen kann. Das liegt alleine schon daran, dass alle Stangen, die hier dran sind, ziemlich schwer, sehr solide sind und auch die ganzen Klammern und Schrauben hier sehr, sehr solide und schwer ausgeführt sind und die Qualität einfach großartig ist von all den Anbauteilen, die man hier bei so einem Rack einfach findet. Das Rack besteht aus vier Füßen. Einer befindet sich hier, da sieht man ihn. Dann hier vorne der nächste. Hier ist dann der dritte und hier ist der vierte Fuß. Dann haben wir drei gebogene Stangen jeweils. Eine hier und eine hier. Das Ganze hat natürlich auch ergonomische Gründe, denn ich möchte alle Instrumente, die sich hier auf dem Rack befinden, natürlich wunderbar und gut erreichen. Ich möchte auch eine gute Position haben von den verschiedenen Instrumenten und deswegen habe ich mich für ein gebogenes Rack entschieden. Ich hätte mich natürlich auch für ein Rack entscheiden können, das eckig gebaut ist, also quasi mit geraden Stangen, aber mir gefällt so ein Rack mit den gebogenen Stangen einfach besser. Weiter geht es nun mit dem ersten Instrument und zwar meine Cowbell und zwar ist die von Afro Salida und diese Cowbell habe ich schon extrem lange, aber ihr Sound ist immer noch sehr genial und wunderschön, also hört euch das mal an. Ja, weiter geht es mit einer sehr interessanten und ungewöhnlichen Stack-Kombination. Wir haben hier einmal ein Sabian AA Splash, das auf der Rosebark Bell liegt und dieses Becken ist auch ziemlich dick, also 1 Kilogramm schwer auf 9 Zoll Durchmesser, also schon ziemlich dick. Und die Besonderheit des Racks ist es, dass der Klang von dem Splash und der Bell sehr interessant zusammenarbeitet. Also auf der Fläche angespielt, hört man einen sehr kurzen Sound vom Splash, also den Attack vom Splash und dann darunter den Klang vom Splash und der Bell kombiniert. Und wenn ich jetzt am Rand spiele, dann dominiert natürlich mehr die Bell, aber das Splash wird ebenfalls angeregt durch Vibration und das gibt einen sehr interessanten und ungewöhnlichen Sound. Den hören wir uns jetzt einmal an.
sehr kurzes Sustain mit den Obertönen von der Bell und dem Splash. Hierüber möchte ich jetzt nichts sagen, aber der Klang ist einfach genial. Ein ganz kurzes, helles Bling mit einer guten Lautstärke. Wirklich sehr schön zum Verfeinern und Würzen von verschiedenen Rhythmen. Weiter geht es mit der Microsnare von LP in 6 Zoll Durchmesser. Diese lässt sich sowohl als Snare Drum als auch als Timbale benutzen und ich habe die Snare, den Teppich habe ich angespannt und so klingt sie mit Teppich. Und wenn ich jetzt den Teppich abspanne, dann ist sie als Timbale durchaus nutzbar. Sehr schöner Klang, sehr kurz, aber extrem laut dafür, dass sie nur 6 Zoll Durchmesser hat. Und wir haben hier ein Remo Ambassador Ebony, also ein schwarzes Remo Ambassador Fell. Weiter geht es mit meiner Hi-Hat. Hier haben wir es mit einer Besonderheit zu tun und zwar ist diese Firma Saluda Cymbals hier in Deutschland ziemlich unbekannt. Es ist auch kein Wunder, weil nicht viele Schlagzeuger spielen diese Firma, aber das Coole ist dabei, diese Firma macht Custom-Produkte und diese Hi-Hat zählt dazu. Sie ist einzigartig auf dieser Welt und wurde nach meinen Klangwünschen komplett gebaut. Und zwar stammt sie noch aus einer Zeit, wo ich noch im Metal unterwegs war und dementsprechend schwer ist diese halt auch jeweils 1,4 Kilogramm wiegen die Becken und angespielt im geschlossenen Zustand kann sie trotz der Schwere der Becken durchaus sehr dynamisch sein, also sie ist schon leise, kann aber auch direkt auf der Fläche angespielt, je nachdem wie hart ich draufschlage, ziemlich laut werden. Und am Rand angespielt kommt natürlich der Charakter sofort raus. Es wird extrem laut. Also wenn ich sie jetzt am Rand anspiele, dann wird es wirklich ziemlich laut und das Ganze führt sich auch fort im offenen Zustand. Also da kann sie richtig bissig, laut, hell, alles Mögliche, was man sich von einer schweren Hi-Hat wünscht, ist hier deutlich und gut vorhanden. Also ich spiele sie jetzt mal offen an. Ziemlich laut, hell, aggressiv und sehr, sehr zubeißend. Also wirklich schon ordentlich laut und sie setzt sich wunderbar durch. Als nächstes haben wir hier mein 16 Zoll Samsung Heavy Crash aus der Brilliant Serie, ein wunderbares Crashbecken, das sich aber auch sehr gut eignet dafür, um sehr interessante Ride-Figuren abzugeben, denn es ist sehr schwer für ein Crashbecken und damit sehr gut geeignet, auch Ride-Figuren zu spielen. Und dann, das machen wir jetzt mal. Ja, nun geht es zu dem Kern des Schlagzeuges und zwar ein Trommelsatz von Kirchhoff Schlagwerk aus dem Jahre 2008. Die Kessel bestehen aus gegossenem Acryl und befällt sind sie komplett mit Remo. Hier haben wir auf den Toms einmal komplett Ambassador, sowohl auf der Schlag- als auch auf der Resonanzfellseite
Und bei der Bassdrum handelt es sich als Schlagfell um ein Pinstripe und auf der Resonanzseite, mal gucken, ob ich das so hinkriege, ja, so kann man es sehen, haben wir hier ein Control Sound. Die Bassdrum ist geschlossen, es liegt keine Dämpfung vor und wie das Ganze jetzt nun klingt, zeige ich euch jetzt. Bei der Snare Drum handelt es sich um die 10 Zoll kleine Piccolo Snare. Meine Hauptsnare ist momentan in Reparatur. Ich muss noch auf einen Resonanzfell warten und das dauert schon ein wenig länger. Hier haben wir also einen Controlled Sound und auf der Resonanzseite haben wir ein Ambassador Resonanzfell und ich benutze auf dieser Snare die Canopus Vintage Dry Teppiche, die für mich zu den besten zählen, die es überhaupt gibt. Und dieses Snare Drum klingt so ziemlich laut, aber voll im Klang und mit ordentlich guten Obertönen kann sie sich wunderbar durchsetzen und eignet sich wunderbar für viele Stile. Sehr schön. Jetzt geht's weiter zu meinem Ride-Becken. Hierbei handelt es sich um das Dream aus Dream Gorilla Ride aus der Bliss-Serie. Und ja, es ist schwer, es ist extrem laut, aber dennoch sehr vielseitig einsetzbar und so klingt das Ganze. Ja, ziemlich laut, feurig und sehr schön im Klang. Und jetzt geht's weiter zu einem nächsten Stack. Und zwar haben wir hier meine zwei anderen Crashbecken, und zwar das 18 Zoll und 20 Zoll Heavy Crash aus der Brilliant Serie von Samsung kombiniert. Und das ergibt einen sehr interessanten Stack Sound. Man hört die Obertöne sehr stark, es ist zischig, es ist kurz im Klang und ziemlich laut und eignet sich sehr gut für interessante Rhythmen. Ja, und hier haben wir mein Wuhan China in 18 Zoll Durchmesser und wie es sich für ein original chinesisches Becken gehört, ist es extrem laut, trashy, rauschig, zischig, wie man es auch beschreiben mag. Auf jeden Fall hört euch das an. Also schon ziemlich laut und schön im Klang eigentlich auch und eignet sich somit für viele verschiedene Sachen, die man damit wunderbar spielen kann. Ja, hier unten ist dann noch meine Stocktasche. Hier habe ich verschiedene Sticks von Wickforth drin, von Flix, von Vincent, von anderen Firmen noch. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, um alle Sticks euch vorzuführen. Und zu guter Letzt, ich hätte es fast vergessen, meine zwei Pedale, die ich hier benutze. Und zwar einerseits haben wir hier ein 20 Jahre altes, nein, Quatsch, es ist sogar über 20 Jahre alt, das Pedal. Und zwar habe ich das damals 2008 zusammengekauft. Nein,
1998 habe ich dieses Pedal gekauft zusammen mit meinem ersten Schlagzeug und seitdem habe ich das Pedal. Und wie gesagt, es ist über 20 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei. Und hier befindet sich eine Pearl Drop Clutch, die auch sehr gut funktioniert. Also das Topbecken fällt wunderbar auf das Bottom, untere Becken hier. Sehr schön. Und wenn ich das Pedal jetzt drehte, hakt sie auch wunderbar ein und ich kann die Hi-Hat wunderbar benutzen. Zu guter Letzt für diese Schlagzeugführung möchte ich euch noch mein Pedal vorstellen. Und zwar, es handelt sich hier um ein Yamaha-Pedal. Allerdings weiß ich jetzt die genaue Bezeichnung nicht. Aber das spielt ja auch eine eher untergeordnete Rolle. Und als Beater benutze ich hier quasi die Kerne aus dem DW Hardcore Beater, den ich schon extrem lange spiele. Und dieser Beater in Kombination mit dem Remo Phalanx Slam und dem Pinstripe ergibt einen extrem harten, lauten Attack, kombiniert mit sehr viel Tiefbass aus der geschlossenen Bassdrum. Also so hört sich das Ganze an. Sehr attackreich und ziemlich laut, aber dennoch sehr schön im Klang. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, man sieht sich zum nächsten Video. Macht es gut. Ciao.